Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. In dieser Folge werden wir einfach nur das ganz klassische Turnier Meistere das Deck Bridge Spam spielen. Worum es in dem Deck geht, könnt ihr hier erstmal lesen. Ich erkläre es euch auf meine Art. Und zwar in Bridge Spam, also Meistere das Deck Bridge, oh Gott, Meistere das Deck Bridge Spam, müsst ihr einfach nur ein Deck bauen. Übrigens, wir gucken uns erst die Belohnungen an. 1000 Gold, 100 Königsriese, 25 Schweine, Königsschweine, 2500 Gold, 25 Schweinereiter, 25 mal Rambock, 5000 Gold, 5 mal Mauerbrecher und Widerreiterin. Ich denke, jeder von euch will die Widerreiterin und das Gold an sich. Den Rest gut, wenn man mit der Karte spielt, aber sonst nein. Und zwar können wir hier nicht jede Karte spielen in dem Turnier, nur Bridge-Spam-Karten. Zum Beispiel Pekka sollte hier nicht drin sein. Nein, ist er auch nicht. Und warte kurz, ich muss kurz sortieren nach meinen Seltenheitsstufen, weil sonst bin ich ziemlich verwirrt. Okay, also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall einen Bowler rein. Aber was für eine Art Deck bauen wir jetzt? Weil Mauerbrecher auf keinen Fall. Königsriese ist geil, nehmen wir. Kanonen nehmen wir. Finde ich eine sehr gute Karte zum Verteidigen an sich. Luftpost wurde viel zu schlecht gemacht, meiner Meinung. Ah ja, und wichtig noch zu sagen, in dem Turnier achtet bitte, dass eure, wie heißt es, Kartenlevel am besten 9 oder über 9 sind, weil wenn es unter 9 ist, dann ist es nie wirklich gut. Und ja, also ihr könnt trotzdem damit spielen, aber von meiner Seite jetzt aus gesehen, macht's nicht. Ich baue mir hier gerade übrigens eine Art, wer es kennt, es war Mandameta, es war ein Königsriese-Deck. Ich baue mir gerade, ich versuche mir gerade eine Art davon zu bauen, weil ich will jetzt nicht das genau gleiche, aber ich will ein ähnliches verwenden. Und okay, wir haben unser Deck. Dann hier könnt ihr das Deck nochmal sehen, falls ich Regions wechseln sollte. Bowler, Königsriese, Kanone, Hunter, also Jäger, Fischer, Heilgeist, Babydrache und Elektromagier. Let's go. Wünscht mir Glück. Ja. Gut. Sonst hätte ich gerade einen Cut gemacht. Aber geht klar. Okay. The Viper. Ein sehr aggressiver Junge. Bowler übrigens nämlich nur, weil er verbessert wurde, extrem. Also Eck, der ist wirklich viel besser geworden. Vielleicht hätte ich anstatt übrigens Tornado, anstatt Fischer Tornado nehmen sollen. Ich weiß nicht, was jetzt klüger wäre. Aber wir spielen erstmal mit dem, was wir haben. Ja, das macht er. Aber wenn er nicht mehr spielt, dann machen wir einen Free Crown. Okay. Ich mach kurz ein bisschen leiser. So, na, das ist zu leise. Okay, perfekt. Ja, aber ich denke mal, dieses Match will niemand sehen. Deswegen, ich mache einen Cut. Ich wechsle auch noch mal den Fischer gegen Tornado. Wir sehen uns auch gleich wieder. Gut, ab in die nächste Runde. Ich hatte auch übrigens kurz Schiss, dass der Tornado gar nicht zur Auswahl war. Aber sonst hätte ich das Deck so behalten, wie es ist. Also alles okay. Und zum Typen vorhin, ich glaube, er hat einen Disconnect gehabt, aber ich weiß es nicht, kann alles gewesen sein. Entweder er hat wirklich aufgegeben, was ich nicht glaube. Disconnect, Akku leer, kommt drauf, es kann alles wirklich gewesen sein. Also, es kann natürlich auch sein, dass er angeschrien wurde, weil er gerade, keine Ahnung, irgendwas gemacht hat, was er nicht machen durfte oder so, was weiß ich denn. Frag mich da nicht. Ich weiß nicht, ob unser Gegner. Ich kann ja gar nicht gerade wissen, was er spielt. Ja, warte. Oh ne, der Heiliger ist noch weg. Ah ne, geht sogar klar. Der war sogar sehr stark. Sehr, sehr stark. Wir greifen mal nicht direkt an, obwohl wir Bridge Spam machen müssen.
Machen wir es nicht. Rich Spam ist dumm. Nee, Spaß, aber ich bin nicht wirklich so ein Guter darin. Decks bauen noch weniger, also habt keine Hoffnung, dass ihr bei mir richtig seid, wenn ihr ein Deck dafür sucht. Meins kann entweder gut für euch sein oder schlecht. Und wenn ich es schaffe, kann es auch nur sein, dass es Glück war und alles. Achso. Ja, noch einmal. Schade. Aber wir haben guten Schaden bekommen. Wir haben wir ein Spell. Doch, Tornado. Gott, ich wollte gerade schon sagen, wir spielen Deck ohne Zauber und gewinnen. Hm, komm, setzen wir einen Highgeist. Schön. Wir setzen mal Königsriese auf der anderen Seite. Ich entschied mich jetzt hier nicht, die Kanone zu setzen. Einfach nur, weil ich dachte mir, der Hunter kann sie vielleicht besser aufräumen. Aber ich weiß jetzt nicht, was klüger wäre. Könnte beides genau besser sein. Also ich weiß es nicht. Beides wäre natürlich super. Ich habe einen Königsriese gesetzt in dem Moment. Deswegen steht mir beides nicht zur Verfügung. Okay, das ist natürlich sehr guter Heilgeist. Der kann auf der anderen Seite direkt nochmal reingehen. Mit dem Elektromagel sogar. Bowler macht noch Schaden. Ja, jetzt können wir so machen. Guck mal. Das ist natürlich Bombe, wenn wir das machen können. Bowler, Kanone, Tornado, alles gedefft. Und er hat keinen Schaden bekommen, also mit dem Gift. Weil ich so ein gieriger Mistsack bin, versuche ich noch die 2 Kronen zu bekommen. Weil ich Battle Pass habe. Verdammt. Egal. Übrigens, ob ich das Turnier durchspiele, weiß ich gerade nicht. Ich habe gerade drüber nachgedacht kurz. Und ich weiß es nicht. Wenn es schnell geht, ja. Sollte, glaube ich, aber schnell gehen, weil es Bridge Span ist. Ich kenne mich da nicht gerade ganz aus, aber ich denke schon. Okay. Riesenskelett, Push. Und Musketieren. Uiuiui. Wir müssen da mal einen Hunter setzen. Der wo failed komplett. Königsriese nicht viel besser. Ich bin so enttäuscht von mir. Scheiße, was mache ich da? Ich bin so froh, dass er jetzt... Er hat zwar schön viel Schaden gemacht. Aber... Uff, er hätte so viel mehr machen können. Aber warum hat mein Jäger seine Musketiere nicht gekillt? Das wäre doch Bombe. Und jetzt gehen wir direkt rein, natürlich. Mit Babydrache auch. Tornado ranziehen. Ja, nee. Wir haben zwar alles gekillt und ein bisschen Schaden gemacht, aber ich bin nicht zufrieden damit. Hätte wirklich. Es war jetzt nicht ganz schlecht, aber es hätte besser sein können. Komm, wir müssen Emotes machen. Der Typ muss entweder Schiss vor uns haben oder. Oh, wollte ich nicht, aber egal. Entweder er muss Schiss haben oder er muss wissen, okay, er ist krass, er hat gute Emotes. Nein, Spaß. Aber. Ja, aber jetzt mal wirklich. Ich weiß nicht viel, was ich gegen Pin machen kann. Okay, der Feuerball war aber nicht so gut. Ich hab den Hunter jetzt wegen Angst reingesetzt. Nur so. Für die Leute, die sich fragen, ist der dumm? Nope, ich hab nur den wegen Angst gesetzt und Reflexen. Da passt der Elektro perfekt. Und da kann der Bowler perfekt rein. Schön. Bowler kann tanken für rechts. Hunter kann Musketieren ausschalten. Hunter hat sogar Schaden bekommen. Bowler macht noch den komm, wirf noch. Perfekt. Wie ich diesen Bowler liebe. Ja. Okay, das war ein so schlechter Tornado. Aber der Typ hat auch rechts den Schaden seines Lebens gemacht.
Fuck. Das wollte ich nicht. Heilgeist. Bringt absolut nichts. Er wird jetzt nicht Feuerball, oder? Komm. Was macht er jetzt nicht? So dumm ist er. Also so asozial ist er jetzt auch wieder nicht. Okay. Oh, okay, das war schlecht, glaube ich. Wir können jetzt unseren Bowler zum Pushen benutzen. Heilgeist. Ja. Setzen defensive Kanone. Schieß einmal Kanone. Ey, was für ein Shit. Stimmt, Musketieren hat eine viel krassere Range. Ja, wir haben's. Oh Gott. Puh, eigentlich müsste er gewinnen, aber mit seinem Matchup, glaube ich. Es gab nur manche Züge von ihm, die waren nicht so krass jetzt. Aber wir lassen ihn mal machen, was er will. Ofen, okay. Toller Starter. Ich habe zum Glück Kanone. Wenn ich müsste ich Bowler reinspielen oder sowas, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Wir machen mal Königsriese hinten. Dann können wir ja so machen, dass, wie heißt das, bis der Ofen ein bisschen kaputt geht. Der wird zwar nicht komplett zerschreddert sein, aber er wird hier wohl auch nicht komplett da sein. Schmeiß. Perfekt. Was? Okay, nicht gut. Den Bowler können wir healen. Ob das jetzt viel gebracht hat, weiß ich nicht. War jetzt ein Elixier. Ich denke, das hat nichts gebracht, aber lassen wir es mal. Oh mein Gott, er trifft kein Fire Spirit. Na, lass mal reingehen. Das ist hier immer noch. Oh, okay, unser Dings überlebt, das ist ganz wichtig. Überlebt auch die. Nein, das tut er nicht überleben, schade. Ofen hat er gekillt, perfekt. Zwei Hits. Ja, schöner Dude. Guter Junge. Ja, er kommt am Turm, weil mein Bowler den hier wegschleudert. Schade. Wir haben King Tower. Ungewollt, aber wir haben ihn. Nee, Tornado brauchen wir nicht. Haben wir keinen Sinn dafür. Ja, wir sind einfach mal drauf. Er muss hier eh was setzen auch. Valkyrie, schätze ich mal, ja. Er verliert halt eine Valkyrie, ne? Müssen wir ja auch berechnen damit. Der Ofen, die Kanone hält zwar nicht aus, aber er konnte wenigstens die Valkyrie und die Feuergäste hinten dran ausschalten. Oder tanken, wie ihr es nennen wollt. Oh mein Gott, das war so gut. Ihr könnt da nicht sagen, dass es nicht gut war. Es ist egal, was er macht, es war trotzdem gut. Für das Elixier, was er verbraten hat, haben wir so viel rausbekommen. Okay. Wir müssen nochmal einfach reingehen. Er spielt Königsriese. What? Das habe ich jetzt gar nicht erwartet sogar. Hunter killt noch, schön. Babydrache ist dran. Am Turm macht Schaden. Keine gute Idee, den Holzfäller in den Hunter einzusetzen, Junge. Ja, seiner wird connecten. Meiner nicht ganz. Aber meiner wird noch connecten. Bowler alles rein spammen, was nur geht. Wir haben. Schön. Bis jetzt nur gewonnen. Perfekt, wir sehen uns im nächsten Match auch. Bis jetzt 4-0, bin ziemlich zufrieden damit. Was ich aber auch sagen muss, ist, ich weiß nicht, das Turnier ist glaube ich nicht so schwer. Aber sowieso, ihr könnt euch da irgendein Deck bauen eigentlich, könnt ihr spielen. Nur für die halt wollen, können meins kopieren, aber es ist eigentlich egal, so fast, was ich hier spiele.
Solange ihr ein bisschen was könnt, schafft ihr es auch. Eigentlich. Tesla reicht nicht aus. Ja, jetzt reicht's aus. Sehr schlechter Heilgeist. Ja, der Bowler macht nicht ganz, was ich wollte. Ich wollte eigentlich andersrum, dass die Kobolde zu ihm rennen und er den Mini-Packer angreift. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Hier haben wir aber noch einen Bowler full. Okay. Der Dart Goblin war sehr schlau. Ja, den Holzfäller. Danke für King Tower. Königsturm schon mal aktiviert. Hat zwar Schaden gemacht, aber ist mir jetzt egal. Kann unseren setzen. Heilgeist hinten dran. Kampfholz, okay, kann er machen. Kann er machen. Oh bitte, ich lass connecten. Ich wollte jetzt keinen Hunter oder keine Kanone setzen. Das wäre mir dann zu teuer gewesen. Ja, das lasse ich. Hä? Okay, der Typ macht gerade kleine Fehler. Weil er hat jetzt einen größeren Elixiernachteil. Die Band war jetzt auch nicht die beste von ihm, muss ich sagen. Weil der Bowler kriegt die weg. Das können wir so machen. Doppel-Bowler können wir reinpacken. Er hat Kampfholz gesetzt. Heiler ist. Ja. Und wir haben seinen Turm fast schon, würde ich sagen. Wir haben ihn. Wir gehen jetzt weiter drauf. Damit der Pressure kriegt und damit ich meine Kronen sammeln kann für Battle Pass. Den Mini-Packer lassen wir. Ja, lassen wir sogar. Und wir haben das Ding geholt. 3 Kronen. Er hat keinen Turm bekommen, gerade so. Und 5. Win ist da. Kann das nicht eigentlich öfters so laufen? Das würde mich schon sehr freuen, wenn ich öfters gewinne auch. Aber okay, vielleicht machen wir daraus auch nochmal einen Win. Nee, Bruder. Du schenkst mir zwar King Tower, aber nee, so macht man das eigentlich nicht. So macht man das normalerweise nicht. Finde ich nicht wirklich nett. Aber okay. Mal schauen, was der macht. Die Bowlerliste. Oh Gott, die Kanone viel zu spät eingesetzt. Nee, Kanone macht da einen Job. Ja, macht ziemlich guten Job. Die Betrachter war mega dumm von mir. Oh mein Gott. So schlecht von mir. Aber wenn er den Jäger dran lässt, ist es jetzt auch nicht viel besser von ihm. Also jetzt sogar 2 Hits. Nee, das war jetzt auch nichts gut. Kannst du mir nicht sagen, dass es gut war. Weil es war jetzt nicht mal ein bisschen gut, den Hunter dran zu lassen. Wenn er keine Elixier hat, kann man ihm nichts machen. Aber nee. Dafür Tank kassiere ich schon seine Schüsse von der Prinzessin ab. Weil 2 Hunter-Schüsse sind fast so gut wie 4 Prinzessin-Shots. Und das muss ich machen. Auch wenn der Königsriese jetzt ziemlich tot sein wird, wenn er fertig ist. Oh mein Gott, die sind ja perfekt in der Linie. Und wir haben einen guten Schadensvorteil. Okay, der letzte Schuss war noch sehr wichtig. Dafür habe ich den Heilgeist gesetzt. Mal schauen, was er macht. Wir gehen voll hier rein. Ah, ne, okay.
Okay, ich hätte gesagt eigentlich, wir gehen voll da rein, wenn er jetzt rechts was Gutes setzt zum Verteidigen. Aber er pusht die auch voll. Also das ist ja okay. Nur kann ich seins verteidigen. Das ist der Unterschied. Und er meint's nicht. Wie wenn er Barbaren setzt. Er kriegt halt wieder so ein Damage raus. Haben wir. Easy. GG, win. Wieso heißt der Will? Ach. Wisst ihr, ich hab's so überlegt und dachte mir, es ist egal, ob die Folge 30 Minuten geht. Ich will das Turnier komplett mit euch aufnehmen. Und ich mache ja sowieso generell eher weniger Clash Royale Videos. Und wenn ich welche mache, gehen die nur um das Turnier. Deswegen, ja. Ja, okay, der Bowler ist dead, so gut wie. Ich habe jetzt einen Baby-Drache noch gesetzt, damit der muss ein bisschen mehr ausgeben, sozusagen. Aber nee, nee. Der war schon tot, zeitlängere. Die Feuergeister. Der Mini-Packer kommt auch dran. Nicht wegen dem Königsturm. Ja, wir haben übrigens keinen Schaden vom Schweinereiter gemacht. Abbekommen, das mache ich normalerweise selten. Da sollten wir keinen bekommen. Unfair. Nein, Spaß. Ich glaube, man bekommt immer einen. Ich weiß gerade nicht. Vielleicht, wenn man den noch später setzt, aber sonst. Okay, das ist so ein richtig kleiner. Ich weiß nicht, der spielt gerne defensiv. Sagen wir so. Aber wie er will. Wir setzen nämlich unsere Bowler hier links gleich. Und unseren Hunter hier hin. Wieso Hunter und nicht Babydrache? Ja, weil er Mini-Pack hat. So dass, wenn der Hunter ein bisschen mehr Damage machen kann, den der Babydrache nicht gemacht hätte. Und es ist gut, dass der Hunter vorgeht. Nur dumm, dass er Feuerball hat. Schade. Wir setzen mal direkt nach vorne hin. Das lassen wir mal, weil wir kriegen Schaden raus. Und trotzdem hat er ihn halt verteidigt so. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Wir akzeptieren so, wie es war. Einfach mal. Und greifen gleich wieder an. Feuerball war, glaube ich, gar nicht so gut. Oh nee, 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 das darfst du mir nicht antun. Ja, okay. Der Royal Giant war aber auch gar nicht so gut. Gebe ich auch zu. Dafür gibst du zu. Der Schweinereiter war schlecht. Oh ja, das war der. Du musst den Bowler verteidigen. Okay. Der denkt aber auch, ich lasse das am Turm. Heil das. Er hat noch kaum wirklich Schaden gemacht, das ist das Geile. Wir haben noch die Kanone frei. Nee, nee, nee. So. Nee. Wir setzen diesmal einen Hunter, ein bisschen langsamer vorangehen. Drache extra Web. Okay. Jetzt. Okay, ist jetzt doch kein Schweinereiter. Der Hunter wurde näher am Turm geboostet. Was sehr gut für uns war. Ja, dann. Ich weiß nicht, was er noch will, aber er hat jetzt schon so viele Nachteile, dass es ziemlich schwer für ihn aussieht. Wenn, würde ich sagen, sogar fast nicht mehr möglich. Wenn.
Ja, wir haben es schön in der Runde, ging etwas länger, aber wir haben es trotzdem hinbekommen. Also, ich glaube, es wird langsam Zeit zu sagen, was ich für vor diesem Turnier halte. Das ist übrigens die vorletzte, ist nicht die letzte. Aber in diesem Turnier würde ich euch als Tipp geben, nimmt kein Schweinereiter. Es nimmt wirklich jeder Schweinereiter. Ich habe so viele jetzt schon gesehen. Ich habe, glaube ich, Mauerbrecher keinen gesehen. Aber sonst haben wir nur Schweinereiter. Was soll das? So. Und weil wir, oh Gott, was mache ich da? Egal. Und weil es so viele Schweinereiter gibt, nimmt selber nicht Schweinereiter. Tut es nicht. Weil an sich Schweinereiter, Bro, klappt vielleicht auch, wenn ihr damit gut spielen könnt, aber jeder nimmt die Karte. Ja, Fischer war am Anfang meine Idee auch, aber nee, nee. Hunter kriegt leider einen Schurk, oh Gott, ich wollte gerade schon sagen, zwei Schüsse, nee, die kann ich mir nicht leisten. Aber einer ist okay. Wir haben auch Hunter und Tornado. Machen wir so. Was wir auch machen, ist so. Dann setzen wir mal so einen Doppelangriff, sag ich mal. Ja, schade. Aber gut, dass der Bowler rangezogen wird nochmal. Wir setzen nämlich die Kanone jetzt ein. Wir brauchen sie für den Königsriese nicht. Ja, er denkt jetzt, dass es das Wichtigste ist, was wir hatten, aber nee, nee. Wenn es nicht dumm wäre, dann bräuchten wir es nicht. Oh Mann, ich bin so doof. Das kann schwer werden. Dann warten wir kurz, bis ich voll bin. So, setzen den Brawler hinten hin. Er setzt Babydrache ein, kleiner Mann. Wir setzen unseren. Er setzt seinen Königsriesen. Wir setzen unseren Jäger. Wir haben guten Turmschaden bekommen, sehe ich gerade. Setzen nochmal einen Bowler hin. Aber er hat so viel besseren Schaden. Das ist echt schade für uns jetzt. Nein, was? Okay, das haben wir verloren. Wir können es zwar noch ein bisschen versuchen zu verteidigen, aber es wird scheiße schwer. Deswegen gebe ich mir da weniger Hoffnungen. Wir machen mal sowas hier. Nein, das ist tot. Das ist tot. Echt, das ist verloren. Er setzt jetzt sein Königsriese hin. Das Einzige, was wir noch machen können, ist nichts. Uns sterben sehen. Schade, wir haben einen Lose gehabt, aber er war auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Er war ziemlich gut. Und wir sehen uns im nächsten Match dann. Lässt sich auch drüber streiten, allerdings, ob das gerade eben für ihn war oder für mich mehr. Ich würde sagen, für ihn. Anstatt Kanone hatte er den Fischer. Und der Fischer ist, glaube ich, besser gewesen für dieses Matchup gegen Königsriese an sich. Aber jeder sieht seins. Wie man es nennen will. Oh, schöner Block. Das war so knapp. Aber immer noch gefunktioniert. Er spielt Schweinereiter-Deck. Er spielt dieses 2.6, meine ich. Nichts Special, falls ich euch das fragt. Oh Gott, King Tower aktiviert. Ehrenmann bin ich aber. Hier gerade. Aber das ändert bei Königsriese, glaube ich, eh wenig. Und die Kanonen dagegen. Übrigens, deswegen habe ich Kanone. Ich dachte, es spielen mehrere Leute dafür, dass 2.6, weil Kanone sehr gut gegen Schweinereiter ist und wenn er keinen Feuerball dazu wirft, sehr, sehr entrankommt. Kommt. Und die King Tower können sogar wegen Tornado. Der ist blöd, okay. Er hat einfach gecycelt, aber einen schlechten Cycle, muss ich zugeben. Was war das für ein schlechter Feuerball? Frage ist, kann ich jetzt sagen, ich habe gewonnen wegen dem Feuerball? Ich sage ja. Weil er hat 4 Elixier bezahlt dafür, dass mein Hunter stirbt, obwohl er es mit 2, 3 regeln kann. Vor allem mit dem Deck, das er hat. Er greift es wieder an. Ja. Aber ich akzeptiere es.
So, jetzt will ich ihn sehen. Ja, noch weiter. Ich habe ihm Damage gemacht. Der Bowler hat leider gerade so nicht getroffen. Aber es sieht trotzdem nicht gerade gut aus, muss ich sagen, für ihn. Also es ist jetzt auch kein krasser Unterschied, er kann auch safe gewinnen. So wie wenn ich mein... Zum Glück kam mein Hunter ein bisschen später runter. Ich wollte gerade so sagen, wieso kommt er so spät runter. Aber nee, nee, ist gut gewesen. So, der Eiskohlen verreckt, ist sehr geil. Ah, einen Schuss kriegen wir ab von der Dings. Nicht so geil. Never. Er kriegt noch einen Schlag. Was für ein Typ. Ah, wir haben es. Okay, schön. Habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, den Schweinereiter hätten wir eh noch verteidigt bekommen, aber wer weiß. Und ab in die letzte Runde. Es fühlt sich irgendwie so schnell an, aber es waren immer noch 30 Minuten halt, ne? Also eine halbe Stunde. Und ich weiß nicht, ihr könnt ja sagen, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt, ging das für euch jetzt wirklich, hat es euch lang gedauert so? Und es für mich ziemlich lang gedauert hat, sozusagen. Das mache ich auch nur, damit ich meinen Hunter nicht spielen muss und das damit mein Fischer, sein Fischer meine ich, nicht mein Dings dran zieht. Er spielt wieder dieses Deck, was uns besiegt hat. Man merkt aber, er kann das nicht so gut. Hätte ich das früher gewusst. Verdammt. Hätte ich das früher gewusst, ich hätte so anders reagiert. Das ist so dumm. Er spielt ein ähnliches, aber er meint nicht das gleiche, weil er hat Skelettdrachen. Die hatte der andere nicht. Spielt wieder das. Ich glaube, das Deck ist wirklich so einer der einzigsten, die das hier besiegt. Weil er hat ja nichts an sich dagegen. Das spielt so kacke, aber... Guck mal, der Fischer... Es ist jetzt nicht das Allerbeste, wenn er ihn ranzieht, aber es ist halt schon gar nicht schlecht. Guck, jetzt kriegen wir Turmschaden noch was. Ich hätte noch einen Tornado machen können, dann kriegen wir nochmal Schaden, aber ich musste den lassen. Damit wir den Riese setzen können. Fischer, komm, spring ab. Schöner Fischer. Damit er den Turm kriegt er sowieso. Kriegt er nicht. Oh, das war so schmerzhaft für ihn gerade. Es gibt nichts Schlimmeres in seinem Leben gerade. Nee, 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 den Turm schenke ich dir nicht. Ich will schon, dass er einen Zauber drauf schmeißt. Und mir egal, ob es ein Feuerball ist oder eine Rakete oder ein Blitz oder was auch immer. Muss er angreifen oder hat er keinen Zauber mit weg? Schön irgendwie lustig so. Doch, er hat einen. Ja, ich habe mich gewundert. Okay, noch einmal muss er machen. Okay, der gerade so ging der noch gut, der Elektromagie. Really. Aber auch noch gerade so. Nein, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Schmeiß der Feuerball. So, Heilgeist und Wirke, wir haben ihn jetzt, glaube ich. Fische war auch gar nicht gut. Er hat auf jeden Fall ein Deck gehabt, das kann man spielen sogar. Aber er hat es nicht gut verwendet, das Deck. Zumindest wenn man ihn vergleicht mit dem anderen. Also er war nicht so gut wie der andere. Aber trotzdem Kuss. Das ist nicht schlecht. Und wir haben die neuen Siege Witterreiterin bekommen. Schön. Wir haben jetzt 6 Stück. Wow. Ich bin eh nicht so ein Fan von der Karte, aber wir haben das Turnier zu Ende gespielt. Für euch noch ein paar kleine Belohnungen habe ich. Ist jetzt nicht special. Aber
Ich muss die Truhen loswerden. Und dachte mir fürs Video, okay, werde ich sie da los. Und da ich Barbaren nicht so feiere und die Skelettdrachen okay sind, aber die Koboldhütte ich gar nicht gut finde. Ja, nur die Skelettdrachen wirklich optimal, sonst nichts. Nein, bitte gib mir was, was ich spiele. Heilerin akzeptiere ich nur noch und die Rekruten gegen Kobold Gang habe ich Maximum schon. Schade drum. Selten, komm, die Öfen machen wir weg. Flugmaschine auch weg. Komm, 27. Koboldkäfig, einer meiner Favorites. Eine Rakete. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich geändert habe, aber okay. Nein, egal. Ja, okay, kann ich eh lassen. Musketiere können weg, Erdbeben genauso. Ich nehme lieber das Geld mit, anstatt den Minenwerfer. Und hier nehme ich auch lieber das Geld mit. Okay, die Kisten haben wir schon mal geregelt. Und dann habe ich hier noch für euch 3 Silbertruhen. Nichts Besonderes. Und eine Goldtruhe. So, auf jeden Fall 558 Gold. Zweimal den Megalocker, 2 Elixiersammler, 28 Kobolde und 6 Koboldkäfige. Nice. So, auf jeden Fall aber zu dem Turnier nochmal. Ich hoffe, euch hat diese Folge Clash Royale gefallen. Ging jetzt etwas länger, wie ihr sehen könnt. Trotzdem hoffe ich, ich hatte diese Folge Clash Royale gefangen. Gibt einen Daumen hoch da auf jeden Fall. Achso, übrigens erstmal nochmal gesagt, wir werden die andere auch noch machen. Ich habe das erste jetzt nicht gemacht, weil ich da selber was noch schnell schauen wollte über dem Turnier. Aber egal. Und zwar hoffe ich, euch hat das trotzdem gefallen. Gibt einen Daumen hoch dafür mehr Clash Royale Videos und generell Turniere, wenn ihr sie bei mir sehen wollt. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos verpassen wollt von mir. Ich habe auch noch andere Games und Channels, nicht Channels, sondern Games, die ich aufnehme, genau. Von Videos könnt ihr auschecken in Uploads. Und ich habe noch einen TikTok-Account, könnt ihr übrigens auch auschecken. PatrickFritz2 heiße ich da drauf. In der Videobeschreibung steht der Name nochmal ganz geschrieben, falls ihr nicht wisst, wie es geschrieben wird. Und wer in meinen Clan reinkommen will, kann er gerne machen. Minecraft-Clan, ich schreibe ihn nochmal in der Videobeschreibung rein. Hier könnt ihr den Banner aber nochmal auschecken davon. Bis nächstes Mal und ciao, Leute.